Hallöchen, liebe Leute und Zuschauer und willkommen zu einem ganz spontanen Stream, extrem spontan. Und zwar ist es jetzt gerade 4:39 Uhr. Da oben steht jetzt 3:39 Uhr, weil die Uhr falsch eingestellt ist bei meiner Switch. Aber ich bin zwar extrem müde gerade, aber habe gerade gesehen, dass die Mega Man 11 Demo-Version rausgekommen ist. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob es das auf anderen Konsolen auch gibt, aber ich habe es halt gesehen für die Switch, habe ich gleich gesagt, okay, hole ich mir und will ich blind spielen im Stream am besten, weil Video dauert wieder zu lang. Deswegen, werde ich das jetzt gleich anfangen und wird, denke ich, auch nicht zu lang dauern, weil soweit ich weiß, ist das nur eine Stage und muss ja dann auch noch weg. Es ist jetzt 4:40 Uhr, ja, ziemlich früh. Ja, ich bin extrem hyped. Ja, ich kann schon gar nicht mehr warten. Und ich hoffe, dass alles klappt mit dem Stream und so weiter. Das wird schon. Also stürzen wir uns in die Demo-Version von Mega Man 11. Die Demo repräsentiert ein Spiel, das sich noch in der Entwicklung befindet. Bla bla bla. Oh, Mega Man 11 Demo-Version, los geht's. Im eShop verfügbar. Ja gut, noch nicht. Erst in circa einem Monat kommt's raus. Okay, neue Spieloptionen. Was gibt's denn hier für Optionen? Erstmal kurz hier gucken. Schießen, Springen, Rush Coil. Rush Coil auf X. Speed Gear R und Power Gear L. Okay, das sind die neuen Fähigkeiten. Nächste Waffe. Okay, Schlittern. Also Sliden und Schnellschuss. Warte mal. Also man kann einem Knopf zuweisen, dass man automatisch die ganze Zeit schießt. Okay. Ja, dann lasse ich das erstmal so, wie es ist. Warte mal, ich habe das jetzt auf B. Ah, fuck. Springen auf B. So. Helligkeit können wir an sich alles lassen, ne? Das auch. Sprache der Texte, Sprachausgabe. Japanisch und Englisch gibt es. Ich lasse einfach mal auf Englisch. Vibrationsfunktion, ja. Wir rechtem Stick. Okay, und das war's auch schon. Neues Spiel. Ich bin auch gespannt, ob hier irgendwas mit Story drin ist oder wirklich nur die Stage mit dem Boss. Oh, Anfänger für jene, die noch nie ein Mega Man-Spiel gespielt haben, also für mich schon mal nix. Rückkehrer für jene, die Mega Man mögen, aber aus der Übung sind. Langzeit-Fan für jene, die eine spielerische Herausforderung lieben. Und Superheld. Das wird dann wahrscheinlich im finalen Spiel sein. Vielleicht kann man das freischalten oder ist es von Anfang an verfügbar? Kann auch sein. Na ja gut, dann denke ich mal, Langzeitfan ist für mich ziemlich gut geeignet. Möchtest du dir eine Erklärung des Double Gear Systems ansehen? Ja, ich kenne es zwar ungefähr. Oh, mein Controller vibriert. Okay, aber das Speed Gear zu aktivieren, da bewegt sich dann so schnell, dass alles andere langsam erscheint. Power Gear, je mehr du deinen Buster auflädst, desto mächtiger wird er. Okay. Testen. Ah. Okay. Speed Gear. Ah, krass. Und Power Gear erstmal aufladen. Ah, zack. Alter, ist das geil. Okay, ich spiele mit dem Pro-Controller und ich weiß nicht, soll ich mit dem Stick mich bewegen oder mit dem Steuerkreuz, weil der Steuerkreuz ist beim Pro-Controller von der Switch halt ein bisschen blöd positioniert, wie ich finde. Ja gut, dann lasse ich das mal und speziell Double Gear. Okay, das auch noch. Ist auch extrem geil. Wenn dir die Lebensenergie ausgeht, kannst du L oder R gleichzeitig drücken, um beide Gears zu aktivieren. Die Double Gear-Technik. Okay. Double Gear, overpowered. Alter. Einfach so zwei fette Schüsse. Okay. Oh, Stage-Auswahl, auch wenn es nur einen gibt. Blockman. Submenü, was ist das? Okay, Mega Buster. Scramble Thunder, verschießt knisternde Blitze aus seiner Energie. Die sich am Boden entlang bewegen, aktiviert das Power Gear, um die Voltzahl zu erhöhen, wodurch Blitze mehrere Gegner treffen. Und
Piledriver plasht mit einer zerstörerischen Spitzenattacke nach vorn, die Impact Man stolz machen würde. Impact Man, okay. Aktiviert das Power Gear, um den Angriff schneller zu laden und wirksamer zu machen. Kann in der Luft ausgeführt werden und Rush, ja gut. Kennt man ja. Oh, 3D Mega Man Modell, Alter. Sieht auch echt gut aus, muss man mal sagen. Ja gut, das wird in der Demo noch nichts nützen. Dieses Menü hier. Ah, Moment, mir ist gerade was eingefallen. Ich muss mal kurz was einstellen, glaube ich. Wegen dem Stream. Moment, ich hab's gleich. Ich lass euch währenddessen noch auf den Stage-Auswahlbildschirm gucken und auf Blockman hier. So, jetzt müsste nämlich. Nämlich war davor der Sound so ein bisschen. Also nicht synchron mit der Stimme von mir. Das heißt, meine Reaktionen waren immer ein bisschen zu schnell. Wird man jetzt aber, glaube ich, nicht so krass gemerkt haben. Aber jetzt ist alles perfekt oder müsste zumindest perfekt sein. Na gut, dann. Oh, ich freue mich so. Auch wenn es so eine Demo ist, leider, aber ja. Blockman. Die Nummer 81. Ich muss mich hier erstmal kurz einspielen. Ah, das ist ja geil. Wenn man beim Sliden bremst, dann. Da gibt es so eine spezielle Animation. Mit so einem Bremsgeräusch. Warte mal. So, warte mal, ich kann die Gears immer einsetzen? Ja, da oben links ist so eine Anzeige. Okay, ich glaube, ich verstehe es schon. Ich erwarte, by the way, auch nicht, dass hier viele Leute oder überhaupt irgendjemand jetzt zuguckt, weil es verdammt früh ist und so viele Deutsche interessieren sich jetzt auch nicht für Mega Man, muss man mal sagen. Und um die Zeit, glaube ich, eh schon keiner. Moment. Ja, ich habe den Schrauben. Ah, fuck you. Okay, ich sehe schon die Gegner hier, die werden mich richtig nerven. Okay, halten zwar halten nicht so viel aus, aber trotzdem irgendwie. Irgendwie komisch. Warte mal, was ist das hier? Oh. Das war, glaube ich, ein Gegner. Ah ja, okay. Ich sehe schon. Boah, Alter. Ah, scheiße, ich muss vielleicht das Gear-System so ein bisschen nutzen. Also ich bin das halt überhaupt nicht gewohnt, ne? Ist ja klar. Ist ja komplett neu, aber. Mal schauen, wie ich es einsetzen kann. Warte mal, L ist Power Gear, ne? Und R ist Speed. So. Zerlegt. Auch noch ein paar Bowls. Ah, fuck. Nein! Oh, gerade noch den Gegner getötet. Na, spielt sich eigentlich mit dem Steuerkreuz vom Pro Controller ganz gut. Also bis jetzt gibt es hier keine Beschwerden. Und den hat man im Trailer gesehen. Deswegen weiß ich schon so ein bisschen, wie der kämpft. Also den Angriff hier kennt man. Warte mal, ich mach mal das Power Gear an. Ich lade hier mal auf. Scheiße. Hat das Damage gemacht? Ich hoffe mal. Oh, ich bin gestorben. Oh, was war das für ein Schrei? Ich meine, die Stimme. Und Mega Man hier ist wirklich 10-mal mindestens besser als in Mega Man 8, das muss man schon sagen. Und ich habe leider kein Checkpoint erreicht, Mann.
Ja, okay, da komme ich. Wobei, warte mal. Ach stimmt, die anderen Waffen muss ich ja auch mal austesten. Ah, Rush Call rufe ich ja mit X, stimmt. Hätte ich jetzt fast vergessen. Oh, Also mein Timing mit dem Speedgear bei den Gegnern ist nicht so gut. Ich merk schon. Achso, die Waffen, ist dich auch gleich. Ja, hier ist jetzt auch schlecht irgendwie. Irgendwo, wo ein paar Gegner sind. Sind jetzt vielleicht nicht die optimalsten Gegner, aber okay. Oh, krass, okay. Jetzt warte mal in der Luft. Das geht in Richtung des Bodens, also nach unten halt. Und bewegt sich dann in beide Richtungen am Boden entlang. Und das hier. Oh, oh, die Waffe ist geil. Warte mal. Oh, in der Luft. Alter, das war knapp. Da wäre ich jetzt fast gestorben. Fast gestorben. Okay, ich probier's mal bei dem hier aus. Ah, oh, fuck. Oh, doch, fuck. Okay, das wird so nicht funktionieren. Ja, ein bisschen schade finde ich's, dass man anscheinend nicht die Spezialwaffen und den Megabuster gleichzeitig einsetzen kann. Warte mal, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Achso, ich wollte gerade das Speedgear auch noch einsetzen, aber geht ja nicht. Und er ist besiegt. Nice, nice, nice. So, jetzt habe ich einen Checkpoint anscheinend, weil da unten links war gerade so ein Fahnensymbol. Okay. Oh, die Kletteranimation von der Leiter ist auch nice. So, Moment. Na, warte, warte, mach deinen Hammer hier, deinen Hammerschlag. Scheiße. Ich bin ein Held. Ah, nice, nice, nice. So, die kann man zerstören hier. Oh, oh. Oh, shit, ich muss mich beeilen. Okay, das war eine ganz nette Stelle hier. So, aber was war das? Ich glaube, das hat mein Gear-System, also die Energie von diesem Gear-System neu aufgefüllt. Interessant, interessant. Oh, ich hätte jetzt irgendwie nicht erwartet, dass links auch Blöcke runterfallen. Aber man sieht das eh immer, wenn so Staub von oben herabfällt, dann kommt so ein Block. Okay, ah, schöner Sonnenuntergang. Ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass es das Ende der Stage ist. Das sagt mir so meine Erfahrung mit Mega Man Spielen. Hat der schon wieder? Oh nein. Scheiße. Power Gear. Sogar mit so einem Dings, wie nennt man das? Ah, ich weiß gerade wirklich nicht. Ich müsste ein bisschen mehr auf meine Energie vielleicht schauen. Jetzt bin ich hier wieder. Ach du Scheiße. Okay, ich werde mich mal beeilen, um so schnell wie möglich wieder zu dem Miniboss zu kommen. Fuck, Alter. Ja, stirb. So. Ich sollte natürlich trotzdem ein bisschen vorsichtiger sein, weil vor allem ich habe nur noch das eine Leben jetzt.
Also, wenn ich jetzt auch mal sterbe, darf ich alles nochmal von vorn spielen und das will ich jetzt eher vermeiden, weil ich habe, wie gesagt, nicht so viel Zeit jetzt. Ich habe nicht die alle Zeit der Welt. Habe ich nicht, ja. Jetzt möchte ich das schon hier einigermaßen gut durchspielen und nicht jetzt hier 10.000 Mal Game Over gehen. So, okay. Jetzt bin ich wieder hier. Ist es aber auch gefährlich. Ich warte einfach ganz geduldig. Das mache ich bei Mega Man eigentlich so gut wie nie. Nein, ich. Oh mein Gott. Game over, Alter. Genau das wollte ich vermeiden und dann. Thank you for playing, ja klar. Ich versuch's nochmal auf Rückkehrer, aber. Weil, ja, habe ich ja gerade erklärt. Ich will halt schon zumindest den Boss spielen. Jetzt oft auch nicht auf ganz leicht, ne? So leicht mache ich es mir auch nicht. Aber dass ich zumindest die Stage jetzt hier schaffe. Ich habe jetzt 6 Leben, Alter. Also 5 und halt 6 mit dem Nullerleben. Das. Wie viele hast du dann bitte auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad? Jetzt mal ganz ehrlich. Bin noch gespannt, ob das Level-Design jetzt ein bisschen anders ist. Aber zur Physik des Spiels und so weiter, wie es sich halt anfühlt, ist jetzt schon Checkpoint, alles klar. Mehr Checkpoints gibt's auch. Also es spielt sich echt gut. Gefällt mir auf jeden Fall besser als Mega Man 7 und 8 war eigentlich auch ganz gut vom Gefühl her. Aber das hier ist. Es fühlt sich schon. Ja, nicht ganz an wie die NES-Spiele, ein bisschen schneller. Ist es gefühlt schon. Ich sag grad ganz oft irgendwas mit Fühlen und so, ich weiß. So, okay, der Miniboss. Na goddammit, der ist irgendwie voll schwer, weil du musst voll schnell reagieren, wo der landen wird und also wo die ganzen Einzelteile landen werden. Das Power Gear hat sich jetzt gar nichts gebracht. Ich kriege auch viel weniger Schaden, kann das sein? Von mir aus könnte dieser Modus hier, Rückkehrer, schon der leichteste sein, weil das ist schon. Das fühlt sich schon sehr easy an. Okay, das war dumm. Zu spät auf den Knopf gedrückt. So, Moment, ganz kurz. Okay. Warte, ich mache nicht wieder den gleichen Fehler wie vorhin. Aber okay, das war. Jetzt spiele ich gerade ein bisschen sehr ungeduldig. Was ist eigentlich. Warum kann man hier das zerstören? Da ist doch nichts. Komisch. Vielleicht dient das einfach nur als Ablenkung oder so. Irgendwie sowas. Aber die Demo hier macht mich schon richtig gespannt aufs fertige Spiel. Ich meine, das Spiel ist wahrscheinlich auch schon fast fertig. Es werden halt noch ein paar, ja. Es wird noch, ich sag mal, perfektioniert. So ein bisschen die Kanten abglätten, wie man so schön sagt. Oder nicht sagt, ich weiß es nicht.
Also, aber hier mit diesem, wie heißt es? Ah, am Boden halt. Das Teil, das die ganze Zeit mich nach links befördert. Mir fällt gerade wirklich das Wort nicht ein. Ich meine, gut, ich bin erst aufgestanden und habe auch nicht wirklich viel geschlafen, deswegen ist das schon verständlich. Okay, der Gegner ist cool. Ich dachte jetzt wirklich, ich kriege ein Leben und dann einfach so ein kleiner Typ. Nee, verarscht dich, Hebrick. Okay, gut, gut, gut. Also ich verwende wirklich fast ausschließlich das Power Gear eigentlich. Also bei Minibossen zumindest. Und ich glaube, außerhalb werde ich wahrscheinlich zum Speed Gear ein bisschen öfter greifen. So, hier kommt jetzt nochmal die coole Section, wo man auf Zeit. Du Scheiße, ach du Scheiße. Da ist ein E-Tank, den möchte ich haben. Warte mal, das war auch im Trailer, ne? Warte, wie hoch? Okay, so hoch. Nice, nice, nice. So, wie lange geht denn die Stage hier noch? Hier ist ein Checkpoint. Was geht hier ab? Oh mein Gott, das, oh. Bin wahrscheinlich instant tot, wenn mich so ein Teil zerquetscht. Das wäre jetzt auch fast passiert. Okay, warte, warte, warte. Nein! Ich bin ein Vollidiot! Das war ein so nice Save gerade eben. Und dann slide ich einfach in den Abgrund. Das war echt, echt traurig. Warte mal, ich muss, glaube ich. Na, oh. Okay, diese Stelle ist ein bisschen asozial, ich merke schon. Ah, bloß nicht darunter sliden. Wo kam der jetzt her? Ich muss hier hoch, genau. Dann hier und hier. Und da kommt ein Block, ja, alles klar. Okay, schnell weg da. Okay. Aber wir sind jetzt in dieser Pyramide, die man vorhin gesehen hat in der Stage. Also am Anfang der Stage. Das ist nice. Die Level sind wirklich so richtige Gebiete. Wo man halt vorhin schon irgendwie im Hintergrund irgendwas sieht. Jetzt in dem Fall die Pyramide. Die Pyramide. Okay, das war jetzt scheiße. So. Und dann kommt man später dahin. Das hat was. So, da ist wieder dieser komische Gegner. Und wir sind beim Boss. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie ich mich schlagen werde. Und ob. Ah, ich glaube, die Waffe hier ist wahrscheinlich stark gegen ihn. Weil es halt so ein. Ja. So ein Bohr da ist und Blockman besteht aus Stein, also will ich den jetzt wirklich mit seiner Schwäche besiegen? Ja, ich weiß nicht. Na komm, ich gehe jetzt einfach mal normal hinein. I'm just another brick in the wall, alles klar. So, ich werde jetzt, ich sag mal, in 3/4 der Leben ihn mit dem Megabuster abziehen. Er wirkt bis jetzt auch gar nicht mehr wirklich schwer. Oh, jetzt kommt der Golem. Hat man auch schon gesehen. Da muss ich ihn da auf die Brust schießen. Ja, auf den Bauch, besser gesagt. Ach du Scheiße, aua.
Okay, da auszuweichen wirkt sehr schwer. Wenn nicht sogar unmöglich. Okay, warte. Nein, nicht die Waffe! Gut, das Power Gear haben, so, zack, zerstört und. Jetzt wechsle ich mal. Oh fuck. Zu der Waffe hier. Ach du Scheiße. Das hat sich gerade angehört wie Get Wrecked. Ja, aber er hat wahrscheinlich gesagt Get Bricked. Kannst du mal aufhören? Alter! Stop it! Get some help. Ach, schön. Okay. Musik ist geil. Und die Waffe. Block Dropper. Ah, kann man sogar testen. Ist ja nice. Kann man direkt testen einfach. Ja gut, das war auch die erste Waffe, die man gesehen hat. Außerdem Megabuster natürlich aus Mega Man 11. Und ja, da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Er droppt halt Blöcke, so wie es der Name schon sagt. Hier an der Zahl. Ist cool. Thank you for playing. Ja, und das Spiel, Moment. Immer mal in den eShop, ganz kurz. Das Spiel kommt an welchem Tag genau raus? 4. Oktober? Oder nee, 2. Oktober. Ja, genau, 2. Oktober. Frühkäuferbonus. Du bekommst den unten aufgeführten Bonus. Wily Numbers Instrumental Stage Tracks. Also einfach so Soundtrack. Okay, ja gut. Ja. So, 30 Euro. Den Preis sehe ich erst jetzt zum ersten Mal. Dachte halt wirklich, es wird ja nicht ganz Vollpreistitel, aber zumindest schon so 50 Euro oder 40. Aber 30 Euro ist auf jeden Fall sehr fair. Weil Mega Man Spiele haben jetzt normalerweise auch nicht so mega viel Inhalt. Finde ich also gut, dass Capcom da jetzt nicht mega geldgeil ist und da irgendwie 60 Euro für verlangen. Na gut, dann war das so alles, was die Demo jetzt zu bieten hat. Dadurch, dass nach dem Level man hier wieder im Titelbildschirm ist und seinen Spielstand nicht laden kann, wird es auch nichts im Shop geben, falls es überhaupt einen Shop gibt. Moment, ich schaue noch kurz. Ich habe jetzt, glaube ich, im Stage, scheiße, im Stage-Auswahlbildschirm nicht alles angesehen. Es gibt hier noch hier Optionen und Submenü. Guckt euch mal unten links den Schraubencounter an. Das sind 6 Nummern. Man kann eine 6-stellige Anzahl an Schrauben haben. Energy Tank, Weapon Tank und der Mystery Tank. Alle 3 Tanks am Start. Super Guard halbiert den Schaden in einer Stage, wenn eingesetzt. Okay, Eddie, da kennt man Beat, Call und Fragezeichen. Das ist ein geiles Item auf jeden Fall, das Fragezeichen. Oh Mann, es gibt ganz viele Fragezeichen, oh Mann. Okay, gut, dann komme ich jetzt wieder raus, ich glaube nicht, ne? Hier kann man auch die Waffen ausprobieren, ist ja krass. Sogar hier in dem Menü. Okay, da, also da haben sie sich echt Gedanken gemacht. Bei dem Spiel, ich sehe schon. Na gut, Leute, dann Titelbildschirm. Ganz passend und damit verabschiede ich mich von diesem Stream. Und ich gehe jetzt duschen und dann fahre ich weg. Ja, war jetzt ein 30-Minuten-Stream, war ganz angenehm. Auch wenn keiner da war. Jetzt live, aber
Macht auch nichts, habe ich auch absolut nicht erwartet um die Uhrzeit. Also trotzdem, für alle, die sich's im Nachhinein angesehen haben, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao.